Irate, heute aus Bayern, aus Hammelburg. Bei uns ist Mellow Mark. Jo, mei. Guten Tag. Jo, mei. Servus. Servus, der Mellow Mark. Wieso bist du denn da? Ja, ich hab mir gedacht, ich muss einmal wieder nach Bayern. In die Heimat. In die Heimat? Aber es ist eigentlich gar nicht so richtig Bayern hier. Wir sind hier in Unterfranken und wir sind fast in Hessen. Wir sind hier in Hammelburg auf der Musikakademie. Music Academy. Und wir veranstalten hier gerade ein Songwriting Camp mit 20 Leuten, die alle fantastische Songwriter sind. Und ich lerne. Du lernst. Wie kam die Idee dazu, hier zu lernen? Ich bin engagiert, um diesen Kurs zu veranstalten, aber ich habe festgestellt, dass ich auch sehr viel lerne. Und diese Kurse, die hast du, glaube ich, in Potsdam angefangen, wo du derzeit wohnst. Wie ist das entstanden? Hast du dir einfach gedacht, wäre schön mal sowas zu machen und hast dann irgendwo angefragt bzw. das angeboten? Ja, ich bin einfach, glaube ich, ein Songwriter. Wahrscheinlich, also ich habe mir überlegt, was kann ich in diesem Leben so beruflich machen? Und dann habe ich festgestellt, ich kann nicht so gut Gitarre spielen wie andere. Ich kann auch nicht so gut singen wie andere. Aber Songwriting kann ich halt. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann muss ich das irgendwie zu einer Sache machen. Und dann habe ich eben einen Songwriting-Workshop gemacht. Und ja, das ist jetzt hier, sind wir in der Academy. Also es geht rasant bergauf. Feine Sache. Wie sehen diese Workshops denn aus? Was machst du mit den Leuten? Was sind das für Leute, die da teilnehmen? Also, wir sind nicht sowas wie Lehrer, weil sowas gibt es nicht bei Songwriting. Es gibt kein richtig und falsch. Aber es gibt eben Anregungen und ein bisschen helfen. Und es ist eine unglaublich breite Bandbreite von 14 bis 54 Jahren alt, die Leute. Alle Musikstile quasi. Und total gutes Feeling so mit den Leuten, weil sie alle sich auch öffnen und voneinander viel lernen, miteinander einfach Songs schreiben. Und für uns ist es einfach super, hier zu sein, weil es ist einfach ein großes Anwesen, Festung hier, Musikakademie und viele Räume. In jedem Raum steht ein Klavier, es ist einfach unfassbar. Hier ist so viel Platz, also in Potsdam ist nie so viel Platz, wenn ich die Songwriting-Workshops mache. Und es ist einfach cool, mal wirklich einen Songwriting-Workshop zu machen mit all der Organisation und dem Luxus, der möglich ist. Nice. Du hast ja einiges an Erfahrung im Songwriting. Ist das für dich dann auch wichtig, diese Erfahrung zu teilen und weiterzugeben an andere, auch an andere Generationen quasi? Ja, also die Erfahrung, die ich habe, weiterzugeben, ist, wenn ich kann, dann natürlich. Oft ist es halt auch nicht mehr als ein Austausch. Weil ich zeige den Leuten was ich gemacht habe, die zeigen mir, was sie gemacht haben, und ich nehme, was sie nehmen, was. Das ist also wirklich geben und nehmen und immer ständiges Lernen. Ich finde es einfach super. Ich beschäftige mich schon so lange mit Songwriting und was da alles so abgefahrene Möglichkeiten einfach nur in unserem kleinen, bescheidenen Kopf, was da für ein Universum von Möglichkeiten ist, von Ideen, Fantasie. Das fasziniert mich und das ist einfach mein absolutes Lieblingsding. Ding. Meine Lieblingsbeschäftigung, meine Lieblingsarbeit oder wie man es nennt. Okay, in einem Interview mit Carsten von uns, von Irie Eyes, hast du 2002 dann auch gesagt, irgendwie, wir müssen unseren Kindern guten Input geben. Was meinst du damit oder was ist für dich ein guter Input? Ein guter Input ist halt, wenn man so durch die Schulen geht oder so die jungen Leute sich anguckt, dann haben die halt heutzutage in diesem Land eine andere Situation, als wir so alt waren. Die haben halt viel mehr Fernsehkanäle, viel mehr Technologie um sie herum, Internet ist weit entwickelt, jeder hat ein Handy, teilweise haben Jugendliche und Kinder auch schon Handys und so weiter, das ist also eine ganz andere Situation, die haben ein ganz anderes Lebensgefühl, aber das alles hält die Menschen ja davon ab,
sich mit wesentlichen Sachen im Leben zu beschäftigen. Und das hat sich ja nie geändert. Die Existenz, die Schöpfung, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott und dazwischen ist ein kurzer Zeitraum hier. Ja, und da eine positive Einstellung dazu zu finden und Bedeutung und Sinn drin zu finden und das den Kindern zu vermitteln, das ist eine Kunst. Ne? Weil das Bewusstsein für nicht materielle Dinge ist weniger geworden. Und deswegen positiven Input. Jawohl. Du hast ja auch eine lange Sinnsuche hinter dir, beziehungsweise befindest dich, wie wahrscheinlich jeder, sein ganzes Leben lang irgendwie danach. Und wie ist dein Lebensweg so? Erzähl mal dazu ein bisschen, irgendwie auch zu deinem musikalischen Werdegang. Das ist so eine Frage, wo ich jetzt 2 Stunden ungeschnitten darauf antworten werde. Pick das Wichtigste raus. Ja, ich bin eigentlich ein relativ normaler Jugendlicher, der in 4 verschiedenen Städten 4 verschiedene Abschnitte seines Lebens verbracht hat in Deutschland, nämlich zuerst in Tübingen, die jüngste Kindheit, dann in Bayreuth, die Jugendzeit. In Hamburg, danach die ersten Jahre so als Volljähriger und dann später in Berlin. Jetzt inzwischen wohne ich in Potsdam, was man als Vorort von Berlin rechnen kann. Ja, Süddeutschland, das war sicher sehr prägend und in mir ist irgendwie anscheinend eine Liebe zur Musik gewachsen, die dann raus wollte, raus musste und teilweise nicht konnte, bis ich dann in Hamburg war und plötzlich durch einfach meine vielen, vielen Songs, die ich damals schon auch versucht habe zu schreiben, viele Leute kennengelernt habe, viele Sachen gemacht habe und irgendwann bin ich dann in einem Studio gelandet und habe dort dann plötzlich als Musiker mein Geld verdient, was aber eine erst sehr enttäuschende Erfahrung war. Und ich dann über Straßenmusik erst wieder mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen bin und dann mit meinem Mellomark-Projekt, der ja eigentlich ich bin und auch schon sehr lange schon unter dem Namen unterwegs, aber da ich so viele andere Projekte auch mache, nenne ich das einfach mal Mellomark-Projekt. Damit ist das einfach. Hat es irgendwie geklappt und seit 8 Jahren mache ich nur Mellomark und bin damit erfolgreich und verdiene auch mein Geld, wenn es auch nicht viel ist, aber bin da sehr glücklich drüber. Und es gibt da eben 1000 Projekte. Anfangs waren wir eben sehr viel auf allen möglichen Reggae-Partys, Reggae-Veranstaltungen, auf Tour mit Gentlemen. Wir hatten ja auch immer sehr viel Hip-Hop drin. Das wurde dann aber mit der Zeit ein bisschen weniger und wir hatten dann auch oft mal eine Reise nach Kuba, nach Russland, in andere Länder. Ich bin lange Zeit in Kuba hängen geblieben und als ich dann zurückkam, da hatte ich so eine Phase, wo, wie du gesagt hast, Sinnsuche, vielleicht das beste Wort, wo ich für mich entschieden habe, ich hatte so viel Erfolg, ich bin so viel rumgefahren, ich hatte so viele Konzerte, man kommt viel rum, aber man verliert dabei natürlich oft auch einfach sich selbst. Und da hatte ich irgendwie gemerkt, so, dass mir die Spiritualität wichtig ist und nach all meinen Erfahrungen und meinem besten Wissen, was ich hatte und auch meinem Gefühl, einfach meinem Herzen, ist für mich der Weg einfach gewesen, den islamischen Glauben anzunehmen. Hauptsächlich, weil mich der Sufismus sehr inspiriert hat und berührt hat. Eine Tariqa aus Marokko von Sufis, die mir sehr viel beigebracht hat. Das ist eine Sufismus, kann man übersetzen mit Weisheitslehre. Und der Philosophie der Rastas zum Beispiel auch sehr nahe ist. Also für mich ist das alles nicht sehr neu, aber eben mein Weg führt mich dahin. Und hier geht mein Weg weiter. Das ist ein wichtiger Teil. Und seitdem hoffe ich, dass mich
Allah auf den richtigen Weg weiterführt, durch dieses Leben, durch diese Welt, über Hammelburg, was weiß ich wohin noch. Wie lebst du den Sufismus? Wie sieht das bei dir aus? Einfach dein Alltag. Es gibt ja diese fünf Säulen des Islam, die, glaube ich, ja auch im Sufismus präsent sind. Das heißt irgendwie fünfmal am Tag das Gebet irgendwie. Gibt es dann so Sachen, ich glaube, die fünfte Säule ist die Pilgerreise nach Mekka. Ist sowas geplant irgendwie? Wie sieht der gelebte Alltag bei dir aus? Ja, also das plane ich mehr oder weniger bewusst. Also für mich ist es halt so, als Muslim gelten für mich diese fünf Säulen, an die ich mich richte und die ich mich halte, die jetzt aber auch nicht den Hauptinhalt meines Lebens ausmachen, sondern das ist eben eine feste Routine, ein festes, sagen wir mal, Fundament, was ich habe, um dann mein Leben zu leben und meine Arbeit zu machen, mit meiner Familie da zu sein und Freunde und Austausch vor allem. Austausch ist mir einfach immer sehr wichtig mit allen und jedem. Und ja, das ist eben heute auch wieder so ein Moment. Und also ich sehe es sehr stark einfach als meine Privatsache an. Und habe nicht das Bedürfnis, Leute zu missionieren oder ihnen meinen Glauben zu bringen. Aber grundsätzlich ist mir Spiritualität sehr wichtig und möchte Leute erinnern, die Spiritualität kennen, leben und haben in sich, dass sie diese nicht vernachlässigen und verbunden bleiben mit ihrer inneren Stimme und ihrem Herzen, ihrer Intuition, weil das verliert man sehr schnell in dieser sehr, sagen wir mal, leuchtenden, scheinenden und manchmal auch blendenden Welt. Und deswegen also Sonnenbrille auf und nach innen gucken. Das heißt, bist du viel in Kontakt mit anderen Gläubigen? Gehst du in die Moschee? Was ist mit dem Koran zum Beispiel?